Tag 2 im Kloster St. Marienthal an der deutsch-polnischen Grenze. Und obwohl es draußen noch stockdunkel ist, ist die Nacht für Elli und Sarah schon vorbei. Guten Morgen, Elli und Sarah. Ich möchte euch zum Gebet einladen. Es ist 4.15 Uhr. Ich bin noch gar nicht richtig wach. 5 Minuten noch zum richtig wach werden. Und dann wäre es schön, wenn er euch anzieht und fertig macht. Vom frühen Vogel hält Punkerin Sarah wenig bis gar nichts. Um 4.15 Uhr geweckt zu werden, ist schon echt hart. Ich finde das komplett Irrsinn sogar. Es hat für mich einfach keinen Grund, so, warum man sowas machen sollte. Das werde ich auch im späteren Leben nicht wollen. Auch für den 19-jährigen Wahlberliner Johnny eine eher unchristliche Zeit. Guten Morgen, Johnny. Guten Morgen. Es ist 4.15 Uhr. Und ich möchte dich zum Gebet einladen. Ich komme. Das morgendliche Chorgebet, auch Hora genannt. Zudem versammeln sich alle Bewohner des Klosters. Alle. Pünktlichkeit beim Chorgebet würde ich schon erwarten, dass das funktioniert. Dann kann man nicht erst um 10 nach 5 erscheinen. So, zweiter Weckversuch. Mit Licht anmachen und so. Oh, war das schrecklich. Oh, ich kann gar nicht mein Auge aufmachen. Oh. Raus aus dem Bett. Ach so, ich habe überhaupt gar keinen Bock eigentlich jetzt auf das Gebet, weil ich am liebsten einfach schlafen möchte. Eine Herausforderung ist es immer, weil es natürlich auch menschliche Grenzen gibt oder auch Befindlichkeiten. Aber gerade dann, wenn man keine Lust hat, muss man eben sich auch immer wieder neu zusammenreißen und wieder anfangen. Die Nonnen erwarten Disziplin und Engagement. Kommt, wir wollen uns niederwerfen und vor ihm verneigen. Mit dem Gesinge und so, das ist schrecklich. Also das war echt schlimm. Weil es halt so früh ist und es war auf jeden Fall was anderes, so einen Chor zu hören, weil die immer sehr hoch singen. Ich kann nicht mehr. Das Chorgebet, quasi das Vorwort zur Heiligen Messe, dauert noch eine gute Stunde. Es hat abgefuckt, weil es eben so früh war. Ich total übermüdet war. Die haben mich jetzt nicht in Schlaf gesungen. Ich habe mich einfach nur da dran gelehnt und bin dann auf einmal eingeschlafen, weil ich eben dann nicht mehr konnte. Auf mich ist das eine sehr respektlose Art zu sitzen, weil für uns ist es ja, das Chorgebet ist unser Brot und das ist eine Nichtachtung. Ne? Sie zeigen, dass mir denen total egal sind. Elli verschläft das Gebet komplett. Da werden wohl drei Vater unser fällig. Herr, sende uns deinen Geist. Sind wir fertig? Sehr schön. So eine lange Stunde. Das war heftig. Ja, aber das war erst der Anfang. Denn es folgt bereits der nächste Programmpunkt, und zwar noch vor dem Frühstück. Der 7 Uhr Gottesdienst. Wir treffen uns zur Heiligen Messe. Ich hole euch ab. 10:30 Uhr. Scheiße. Die Punkerin aus der Lüneburger Heide macht ihrem Ärger Luft und nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund. Scheiße. Dass das Gebet schon eine halbe Stunde losgeht. Ich mag beten nicht und ich bin's langweilig. Ich will schlafen. Gerne. Heute Abend ab 21 Uhr. Und keine Minute früher. So sind die Regeln. Ja. Ich bin im Moment einfach ein Stück überfordert. Einmal früh aufstehen. Für Sarah
einmal zu viel. Ich bin das halt nicht gewohnt, dass hier so viele Regeln sind. Und dass alles so strukturiert ist. So, ich lebe, eigentlich bin ich ein Mensch, ich lebe in den Tag hinein. Ich plane nicht gerne vorher. Dazu kommt natürlich jetzt noch, dass ich nicht rauchen kann. Also ich bin eigentlich Mensch, ich habe meine eigenen Regeln so. Und das ist so eine ganz andere Welt für mich natürlich. Es ist komplett was anderes. Aus genau diesem Grund wurde Sarah von ihrer Mutter ins Kloster geschickt. Sie soll lernen, Regeln zu befolgen. Und zwar nicht nur ihre eigenen. Ellie und Sarah? Hey, Johnny ist auch hier. Ich möchte euch zur Heiligen Messe abholen. Du möchtest nicht mitkommen? Ich komme. Johnny kommt mit. Ja. Bei Sarah war das Gebet und das frühe Aufstehen auf jeden Fall ein Grund. Sie lebt ja auch noch mal einen komplett anderen Lebensstil als ich. Ich denke, dass meiner strukturierter ist wegen Arbeiten und so. Und Ellie hatte so oder so keinen Bock darauf. Und deswegen ist sie, denke ich, auch nicht mitgekommen. Als Sarah geweint hat, habe ich dann auch gesagt, das hat keinen Zweck. Es bringt nichts, wenn sie jetzt bei uns beim Gebet sitzt und weint. Und in der Regel ist es bei uns auch so, wenn mal eine Schwester irgendwas hat, dann muss sie nicht zum Gebet kommen, weil das Gebet muss dadurch nicht gestört werden. Immerhin. Der Callcenter-Agent, der 6 Jahre an einer katholischen Schule war, nimmt an der Messe teil. Freiwillig. Das ist Äbtissin Elisabeth wichtig. Für mich wäre es jetzt das Allerschlimmste, wenn die Jugendlichen das Gefühl haben, sie sind hier in einem Gefängnis. Das würde mir sehr wehtun. Weil ja auch oft draußen heißt ja, im Kloster ist man wie im Gefängnis. Das stimmt nicht. Regel, Strenge, ja. Aber das Menschliche muss man schon auch beachten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Chorgebet und Heilige Messe dauern insgesamt 2 Stunden. Für die Nonnen Alltag, für Johnny ein ungewohnter Start in den Tag. Diese Struktur mit 4.15 Uhr aufwachen, 7 Uhr Gebet und so weiter, das war schon echt heavy für mich, erst diesen Chorgesang zu hören und dann nochmal zu beten. Das ist schon viel auf jeden Fall, nichts auf dem Magen dann noch zu haben, das war eine Herausforderung. Kurz nach 9. Johnny, Sarah und Ellie sind bereits seit 5 Stunden wach. Mehr oder weniger. Und endlich gibt es mal gute Nachrichten für die 3. Das Buffet ist eröffnet. Allerdings sollte man zum Frühstück keine Croissants oder Rührei mit Speck erwarten. Verzicht und Bescheidenheit stehen auch hier auf der Speisekarte. Ich will Toast, auf jeden Fall. Ja, ich will auch Toast. Ich bin richtig glücklich bei dem Essen. Ich bin voll happy, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe so Hunger irgendwie die ganze Zeit. Die Nonnen bitten darum, das Frühstück im Schweigen einzunehmen. Und jeder soll die Stille für sich annehmen. Ich denke nicht, dass Nonnen arbeiten, die leben mehr. Also die leben halt für Jesus, beziehungsweise für Gott halt, die leben für Gott. Und das ist deren Erfüllung.